So, da könnten wir eigentlich nochmal hören, jetzt mit modifizierten Treiber. Wollte ich gerade sagen, wenn es... Und vielleicht hört die junge Frau dann ja auch auf rumzumotzen, dass sie hier endlich mal Musik hören will. Jede Menge Gefanz wird hier furchtbar. Miau. 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 Sie ist ein bisschen verstört, glaube ich. Das ist der erste offiziell audiophile Hund. Ja. Das, was wir vorher gehört haben, wie Saxophon sich wieder verhält, ob da sich was geändert hat. Von der kleinen Geschichte, was wir jetzt, ich finde meine. Friedemann Whittaker, die hat damals eine CD gemacht, Indian Summer. Ich muss die irgendwie mal haben. Ah. Die ist großartig. Ja.
Dann in eine kleine Kiste oben drauf, die in diese rote Farbe. Wenn du das in eine Kiste baust, gestrichen wird, dann brauchst du eigentlich nur den Hornhals bearbeiten. Machst die Kiste hinterher dicht, wenn es eingebaut wird. Baust es ein, stellst es auf die Nase, füllst es voll mit Sand, machst hinten Deckel drauf. Ach so. Dann ist auch gut. Ja, ja klar. Das sieht dann komplett. Ja. Wird dann stumpf mit Vogelsand voll aus dem Feierabend. Werden wahrscheinlich dann Räder unter der Box nicht mehr Gewicht halten. Ach klar. Also so die drauf stehen zu lassen, möchte ich nicht unbedingt. Auf den Rollen? So? Nein, also diese Rollen da oben drauf. Macht auch Sinn. Rutscht schnell, ne? Ja. Es macht Sinn, das Ganze in ein Gehäuse einzubauen und dann kannst du es sauber verfüllen. Du hast keine Probleme mehr mit Resonanzen im Material. Das ist gut. Das ist das auch komplett gegenseitig. Weil dann brauchst du das Horn an sich gar nicht bearbeiten, sondern musst dir nur Gedanken um den Hornhals machen. Dass diese Stufe da verbindet, ja. Ne? Ja, ja, genau. Na, Delfa? Das sollst du so haben. Das ist aber nicht so aufgebaut wie bei uns jetzt. Ähnlich. Ne? Aber hier hast du die Beschaltung. Pfeil nach unten bedeutet Masse. Ne? Ja. Ist klar. So, also ganz normal die 47er und 47er, die 1,8er Drossel. Okay. 18 μ als Kondensator, 0,82er Drossel, 5,6 μ, 15 Ohm, 2,2, 2,7 Ohm. Okay. Na? Und da kommt dann das, was du da rechts siehst, da raus. Und wie gesagt, Modifikation des Horns. Aber da müssen wir nochmal Rücksprache mit Kalle halten, was er denn da machen würde. Weil wir brauchen den Gewindehals. Seine aktuelle Modifikation ist für Anschraubtreiber. Ja, okay. Oder du überlegst dir, auf einen anderen Treiber zu gehen. Dass du nicht mit dem Kopf 50 arbeitest, weil besser geht es, aber kostet dann mehr Geld. Was für welche wäre das dann? Aber der würde das auch dann, dieses Problem nicht beseitigen, oder meinst du? Der passt hier besser auf dieses Hals drauf. Nein, dann könntest du den Hals nach der aktuellen Anleitung von Kalle umbauen, weil dann hast du hinterher einen Flansch am Horn. Ach so, das was er genommen so, hat. Und es gibt halt bessere Treiber wie den Com 50. Und dann würde ich diesen hier nehmen. Schick mir dann auch als Link, dann ich muss das angucken. Mhm. Also mit dem bin ich gerade am Rumspielen, der ist wirklich klasse. Mit dem Celestion. Aber ansonsten, wie gesagt, bau das auf, so wie es da steht. Mhm. Ich denke, damit bist du schon gut dabei. Modifikation hat schon geholfen, definitiv. Das wird. Ich kann noch mal ein bisschen an diese Hinterkappe noch ein bisschen basteln, da auch nicht nur an dem Links. Wenn man die Hohlräume verfüllen und so, ja, ne? Ja, ja. Da gibt es einen Link zu. Habe ich auch was gefunden? Warte mal. Da. Hier, glaube ich. Da ist die Beschreibung. Die hat mir Kai, glaube ich, auch einmal. Ja, sehr gut. Ne? So, und dann würde ich sagen, sind wir für heute fertig. Ja, sehr gut. Und jetzt so leise nebenbei
finde ich doch schon gar nicht so scheiße, nix. Ne? Nee, stört nichts. Das macht doch total Spaß zu hören. Also so, gerade so, das Vibraphon finde ich klingt geil. Ja, absolut. Mir stört da nichts jetzt. Ja. Also selbst, dass du sagst, diese Stufe da macht irgendwas, also ich, ja, das, dann kann ich nichts raus. Wenn du es besser, kennst, dann weißt du, was. Ja, ich habe halt schon mehr mit Hörnern rumgearbeitet, umgespielt. Und du weißt, wie es sein sollte. Dann. Richtig Horn kann mehr. Ja. So. Aber auch der Tieftöner in deinem riesen Sarg macht sich echt gut. Ja, das gefällt mir wirklich. Das ist richtig geil. Tanzeinlage kann auch nicht schaden von euch. Ach was? Wir haben auch noch gar nicht Pink Floyd gehört, finde ich. Heute gar nicht, ne? Furchtbar. Was habt ihr nicht gehört? Ich habe gar kein Pink Floyd gehört. Furchtbar. Stimmt. Da trägt er das schon auf der Brust mit. Seit längerem jetzt. Ja. Ich sage, da war noch was anderes hinter. Ja, wir haben das alles modifiziert, wie es hier ist. Hast du noch gar nicht mit angegeben, ne? Das hast du noch. Ach so, tatsächlich, das haben wir alles. Ich sehe das gerade so, was ist denn da drin? Das ist dann Monacor von Kai. Okay. Was hatte ich von. Nee, Visaton. Visaton, ja, was ist das? Visaton. Von den Alten. Die hat die 9 April oder was hat die? Genau. Ja. Genau. Und hier habe ich Schalter und nochmal ein Potentiometer rein. Ich kann jetzt den hier anpassen, wie ich will. Ja, super. Ja, von 0,5 Mikrofarad bis 6 oder bis 8 sogar oben. Bis 6,7. Aha. Und mit diesen 33 Potentiometer kann ich Höhen drehen. Das ist so genial, weißt du? Ja, okay. Da muss man auch gerne mal ein Ohr nehmen, ne? Willst du das hören? Ja, sicher. Ja. Weil ich wollte dir erstmal die Kisten vorstellen. Aber erstmal räumen wir jetzt zusammen. Was? Du ein Audio? Brauchst du nicht bekommen, geh weg. Aber das klingt sehr gut. Zusammen. Nein. Zusammen mit dem. Nein, will ich beides nicht hören. Okay. Wieso nicht? Nein, Dünn Audio, das ist so Musik hören, so mir schlafen die Füße ein.